Diese Tennis-Oma sorgt für Aufsehen. Mit ihren 83 Jahren gewinnt Ana Obario in Argentinien immer noch Titel. Beim Senioren-Masters setzte sie sich in der Ü80-Kategorie durch. Ich mache mir keine Gedanken über das Alter. Wenn man mich fragt, wie lange ich noch spielen werde, sage ich, solange mein Körper mich lässt. Alter ist für mich kein Hindernis. In ihrer Jugend gab sie einst den Traum von einer Tenniskarriere auf, als sie heiratete und 10 Kinder großzog. Nun trainiert die 37-fache Großmutter aber wieder dreimal pro Woche und arbeitet auf das nächste Ziel hin, die Seniorenweltmeisterschaften im Oktober in Florida.